Okay, und da sind wir wieder zu Stardew Valley im Winter und mit einer neuen Mod. Denn man sieht es noch nicht, aber ich kann jetzt über jedes beliebige Item hovern mit meinem Cursor und wenn ich F1 drücke, bekomme ich eine kleine Wiki-Seite. Heißt, ich muss nicht mehr das Wiki referenzieren. Unter Umständen hat man jetzt gehört, dass ein Motorrad vorbeifuhr. Egal. Aber wir haben jetzt, das ist ganz praktisch besonders, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf die Collections gehe, wir müssen ja unter anderem zum Beispiel jedes Item verschicken. Und wir haben hier die ganze Zeit die Silhouetten. Also, wenn ich kann nicht, ja, kann ja nicht sehen, was die Silhouetten sind. Aber, also normalerweise müsste ich halt hingehen und dann im Wiki gucken, welches Item das ist. Aber ich kann jetzt hier einfach F1 drücken und sehe, das hier ist die Sternfrucht. Und ich sehe, wo ich die herbekomme und was die wert ist und wer das alles gerne als Geschenk hat und so weiter. Also ich glaube, das wird noch sehr, sehr angenehm. Ich muss mal gucken, weil ich weiß nicht, ob wir schon ein Schwein gekauft haben. Das sollten wir auf jeden Fall tun, wenn das noch nicht geschehen ist. Doch, das ist offen. Oh, ein Babyentchen. Huch, das war der Mikrofonständer. Oder beziehungsweise der Mikrofonarm. Warum gibt es hier keine normalen Namen? So, eine Entenfeder. Wolle. Und ein goldenes Ei, aber leider doch kein großes Ei. So, hier einmal alles streicheln. So, wir können mal gucken. Hier, Wolle. Verkaufe ich für 340. Brauchen wir auch nicht für irgendwas Besonderes. Welches Ding hier? Elliot mag das. Und Emily mag die Wolle. Wir können das natürlich auch als Geschenk nehmen. Interessant. Earth Obelisk, Mayonnaise-Maschine. Hi Creative Element, willkommen zum Stream. Was machen wir mit dem Mini-Shipping-Bin? Ich weiß noch nicht, wo wir den hinpacken können. Muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber ich sehe, der Gewittersturm hat eine Menge gebracht. Wir haben Batterien ohne Ende. Und der Schuppen ist fertig. Genau, hier wollten wir für heute gucken, dass wir möglichst viele Fässer fertig kriegen. Es gibt Schnee in dem Spiel, natürlich. Es gibt ja auch den Winter, also muss es auch Schnee geben. Eine Hühnerstatue. Was kann die? Der Zwerg und Penny mögen das. Okay. Brauchen wir das noch für irgendwas? Nein. Okay, Mayonnaise mögen viele Leute, aber es ist kein geliebtes Geschenk. So, auf jeden Fall möchte ich gucken, dass wir. Genau, wir haben noch kein Schwein. Das sollten wir ändern. Mir wäre noch kein Zusammenhang zwischen Winter und Schnee aufgefallen. Also in so einem Spiel natürlich. Ich habe eher das Gefühl, dass Oak Resin der Grund sein wird. Wieso wird's. Doch, Oak Resin brauchen wir. Ich habe eher das Gefühl, dass das der Grund sein wird, warum wir nicht genug Fässer herstellen können. Genau, hier sind noch ein paar Bäume, die noch wachsen sollen. Ist hier irgendwas ausgewachsen? Hier. Und das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt auch wirklich mir Ziele setzen, weil ich zum Beispiel jetzt auch sagen kann, Moment, Collections, Fisch. Ich kann jeden einzelnen dieser Fische nachgucken und sehen, ob ich den fangen kann im Moment.
Ginger Island. Zum Beispiel den hier könnten wir fangen, wenn es regnet. Forest, Mountain und Town. Das heißt, Walleye können wir versuchen zu fangen. Die Seegurke. Gut, Ghostfish ist in der Mine. Steinfisch auch. Das ist die falsche Jahreszeit. Das Ding können wir in der Mine fangen. Sandfisch ist Wüste. Skorpionfisch auch. Mitternachtskarpfen ist Häuser. Mann. Ah, es ist ein bisschen hell, muss ich sagen. Na. Midnight Carp. Also im Winter und im Herbst können wir den fangen, aber nur nachts. Doxt man sich, wenn man sagt, dass man nur selten Schnee sieht. Also ich glaube, das trifft auf genug Bereiche in Deutschland zu. Also ich denke, wir sollten versuchen, die Fische mal ein bisschen abzuhaken. Aber ich will gucken, dass ich in Jahr 2 dann die Fische durch habe. Marnie ist natürlich mal wieder nicht da, wo sie zu sein hat. So, Haley ist da. Elliot ist in seinem Haus. Und das Ding mag Penny, ne? Genau. Penny hängt darum. Genau, Emily mag die Wolle. Was sollte man machen, wenn man ganz schnell ganz viel Geld braucht? Dinge, die ich hier auf Twitch nicht erwähnen kann. Oh, sorry, aber Hayley, aber das muss leider sein. Hör auf zu heulen und du machst einfach sauber. Nein, Emily, tu es nicht. So erzieht man nicht seine Schwester. In die WhatsApp-Gruppe gehen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Sag jetzt bitte nicht, dass Haley in ihrem Zimmer rumhängt. Nicht Haley. Ich hab zwei Herzen mit Haley. Wie habe ich das bitte geschafft? Aber Emily habe ich kein einziges Herz. Deshalb komme ich nicht an. Das ist doch alles schrecklich. Aber die Hühnerstatue können wir schon mal abgeben. Ich weiß ja nicht, warum Penny das Ding mag. Sieht besonders aus. So kann man es auch nennen. Der Winter ist hier. Was können wir hier tun? Dust Spirits. Ja, das werden wir auf jeden Fall noch tun.
Aber wir sollten wohl ein paar Mal versuchen, an den, bei den Minen zu fischen abends und dabei einzuschlafen, um diesen Mitternachtskarpfen zu fangen. Weil zumindest die Winterfische möchte ich schon abhaken. So, den Rest machen wir dann in Jahr 2. Und komm, den Mini-Fishing-Bin tun wir hier irgendwo hin. Ja, du läufst natürlich auch extra dahin. Ich habe auch festgestellt, wir müssen eigentlich auf Minenlevel 100 plus farmen, weil da eigentlich unsere beste Chance liegt, den prismatischen Schlitter zu finden. Weil diese Mystery Notes spawnen halt vor allem da und haben eine 25% Chance, einen prismatischen Schlitter zu enthalten. So, warte, kann ich das Ding? Mag Willi das? Und ich kann es anscheinend nicht verschenken. Sechs Golderz. Nicht übel. Ich hätte nichts gegen ein bisschen Kohle. Komm schon, ich will die Seegurke haben. Die hängt noch darum. Elliot ist gerade im Museum. Weißt du, sonst kriege ich die Seegurken ständig. Ob ich sie will oder nicht. Jetzt will ich sie einmal haben. Und jetzt kann ich sie nicht fangen. Warte kurz. Nur, damit ich sicher, um sicher zu gehen, dass ich nichts grundlegend falsch mache. Seegurke ist hier. 6 bis 19 Uhr. Beach. Ja, ich meine, man sieht sie auch hier. Also, das müsste stimmen. Na.
Elliot hängt immer noch da rum. Kann ich mit den Batterien irgendwas machen? Maru liebt das. Sie geben 500, das ist nicht übel. Wir müssen eine verschicken. Wir haben ein paar Sachen, die wir craften müssen. Ich glaube, um 4 Uhr macht sich Elliot auf dem Weg nach Hause. Ich habe gar nicht den Fernseher gecheckt. Das sollten wir gleich auf jeden Fall noch tun, falls ein Rezept dabei ist. Keine Rainbow Shell? Das wäre es ja auch gewesen. So, Elliot. Also ich kann auch einfach so machen. Erstes Herz in 4 Punkten, also müssten noch einmal mit ihm reden. Frage, was mag Krobus? Diamant, goldener Kürbis, Iridium Bar, Magic Rock Pen, die Void Egg. Okay. Ein Artefakt. Vincent, was magst du? Cranberry Candy. Wie macht man das? Ginger. Was? Was will er mit Ginger Ale? Magic Rock Candy. Na gut, die kriege ich vom Zwerg. Meine ich zumindest. Ne, es ist meiner Street. Magic Rock Candy. Perle. Pink Cake. Prismatic Shard. Rabbit's Foot und Snail. Ich glaube, der ist der einzige Charakter, der Schnecken nicht hasst, sondern halt wirklich liebt, weil Kind und so. Achso, Emily hängt wahrscheinlich. Jetzt ist Emily im Saloon. Okay. Verstehe. Oh, hallo Maru. Ich gebe dir einfach mal ganz random eine Batterie. Für Shane können wir, glaube ich, einfach eine Pizza kaufen. Pam is in need of red mushroom. Warte. Krobus hat Geburtstag. Warte, wir müssen ihm einen Diamanten schenken. Auch das ist noch die andere Mod, die ich gemacht habe. Wenn wir uns die Geburtstagssachen hier durchgucken, bekommen wir Vorschläge dafür, welches Geschenk wir ihnen machen können.
Also was sie gerne haben. Wir nehmen mal die Holly und die Kristallfruchten mit. So, das verticken wir mal. Red Mushroom. Komm, wenn Pam schon danach fragt, soll sie das haben. Wir haben heute nichts erreicht gefühlt, aber hey. So, Shane, du magst Pizza, nicht wahr? So, das gibt uns ein bisschen Geld. Und wir wollen eine Pizza für Shane. Meine Freundschaft ist auch wichtig. Das brauchen wir auch für Perfektion, also irgendwann müssen wir es tun. Und wenn wir es früher machen, schicken sie uns vielleicht noch ein paar nützliche Sachen. So, einmal kurz den Fernseher checken und dann gehen wir zur Mine nach oben. Also nicht um in die Mine zu gehen, sondern um zu fischen. Neutral. Okay, wir haben nichts verpasst. Wie sieht's kohletechnisch aus? Gut. Ah, wir müssen Krobos noch. Warte, Krobos, das muss sein. Er hat Geburtstag. Das können wir nicht einfach ignorieren. So, Void Egg. Stimmt, das mag er gerne. Stimmt, er ist einer der wenigen, die Sachen verkaufen, die er selber mag. Das Ding können wir später in den Inkubator schmeißen. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Auch wenn Void Mayonnaise jetzt, glaube ich, außer für Krobos nicht so interessant ist. Also, man braucht sie zwar für eine Quest, aber während der Quest kriegt man sie auch relativ einfach. Beziehungsweise da, wo die Quest einen hinführt, bekommt man sie auch. Das Spiel verrät es einem nur nicht.
So, Linus fängt auch an, mich zu mögen. Das ist schon mal gut. Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Aber wir können jetzt Wildbait craften. Ich glaube, das Zeug ist ziemlich nutzlos, weil es einfach teuer ist. Wobei Bugmeat, Fiber und Slime, also das ist nicht... Das ist jetzt nicht so obszön teuer. Jetzt haben wir schon zwei Artefakte. Ich meine, das soll mir recht sein. So, hoffen wir mal, dass wir den Fisch hier kriegen. Wow. Bra. Ich glaube, das könnte ja sogar schon gewesen sein. Midnight Carp. Da haben wir doch bekommen, was wir wollten. Quality Fertilizer, das können wir für alles Mögliche brauchen. So, Makio Sashimi Seafoam Pudding, kann ich mir ziemlich sicher, dass wir das mit allen möglichen Fisch. Seafoam Pudding ist das einzige, was dem Fisch speziell braucht. Okay, das heißt, den behalten wir mal. Aber vielleicht sollten wir doch gucken, dass... Ich weiß nicht, ob... Ich hatte irgendwie Wildbait doch wesentlich teurer in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das Zeug vielleicht vergünstigt wurde mit einem Update. Weil es echt teuer war. Was hast du? Krokus. Das und Snowjam. Snowjam kriegt man fürs Graben. So, was haben wir noch? Wir wollen das weghaben. Dioden. Die brauchen wir gerade mal nicht. Wir können das Void Egg direkt mal in den Inkubator schmeißen. So, einen stellen wir hier hin. Das war nur Tag 1, der hat sich schon eine halbe Stunde hingezogen. Das ist nicht gut. Level 9 Fishing. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon Level 10 hatten. Als ob wir noch nicht Level 10 hatten. Da war ich mir eigentlich sehr sicher. Ja, komm, wir lassen uns mal hier stehen. Wir machen es dahin, dann müssen wir nicht so weit laufen. Clear and Sunny. Spirits Feel Neutral.
Hardwood into regular wood, das brauchen wir jetzt nicht. Catch me a squid. Ocean at night. Okay, wir müssen sowieso noch im Ozean angeln, also das ist okay. Lass mich mal dahin. So. Ich hatte nämlich ganz gedacht, dass man da auch wirklich Wasser reinmachen kann. Mysteriös. Aber die sind Spuren. Sind das seine? Okay, es ist nicht Krobus. Ah, jetzt können wir die Notizen finden. Okay, cool. So, komm, wir gehen schon mal in die Mine. Wir haben ja gerade die Quest, das sollten wir vielleicht dann schon mal erledigt haben. Und dann gehen wir am Schluss noch mal zum Ozean. Hallo Maru. Ich habe natürlich jetzt überhaupt nicht geguckt. Oh, ich bin so unkonzentriert. Ich habe überhaupt nicht nach den Tieren geguckt und ich wollte ja auch noch eine Kuh gekauft haben. Die beiden Artefakte sollte ich auch abgeben, bevor die mir noch mein Inventar weiter zumüllen. Das ist teilweise echt schlimm mit diesem Spiel. Ist das zu? Nein. Es ist einfach nur kalt. So, Ziegenmilch und Kuhmilch. Beides mal ab in die Käsepresse. Wobei gut, die Ziegenmilch müssen wir erstmal noch behalten. Mani, tu mir das nicht an! Mani, ich will ein Schwein kaufen! Jetzt habe ich wieder unnötig viel Zeit verloren. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Moment, Museum. Das ist wichtig. Oh, und direkt noch ein drittes Artefakt. Nice. Winterroot. Snowjam, sehr gut. Die brauchen wir nämlich noch fürs Bundle. Dann können wir das nämlich auch beenden. Was mag Jazz? Magic Rock Candy, Pearl,
Rabbit's Foot. Na gut, das kriegen wir vielleicht mal zwischendurch von unserem Hasen. Wow. Ich bin so beeindruckt. So, Moment. Das ist der Raum unter uns. Purple Mushroom haben wir doch. Ein Pinter haben wir auch. Das heißt, wir können das hier eigentlich schon längst wegmachen. Dann haben wir nämlich auch die Brücke zum Steinbruch. Winter Seeds. So, die Morche. So, Pinter haben wir auf jeden Fall. Holen wir uns. Also wir machen schon wieder alles, bis auf das, was wir eigentlich tun wollten. Aber gut, das sind auch Sachen, die erledigt werden müssen. Dann gehen wir halt danach zum Ozean und fischen. Das kommt da rein, das kann da rein. So. Wir brauchen 4 Sprinkler an Platz. So, und danach sollte das ein Selbstläufer sein. Oak Resin, Maple Syrup. Bulletin Board Chefs. Dann nehmen wir das halt auch gerade mal mit. So ein 6. Stück Käse, das ist auch gut, weil Käse ist die overpoweredste Nahrung im Spiel. Zumindest was reines Heilen und Energieaufladen angeht. So, Exotic Foraging Bundle. Boom. Das ist nice. Also, falls wir mal Beeren sammeln wollen, können wir das nutzen, weil dann kriegen wir 4 Beeren von einem Ding. Zumindest wenn wir Sammeln auf Stufe 10 haben.
So, wir haben ein paar Slots frei, aber das sollten wir vielleicht nochmal gerade ein bisschen ausweiten. Aber im Moment habe ich das Gefühl, die Wintertage ziehen sich richtig hart. Ja, hallo? Was magst du? Wein. Ziegenkäse. Ja, damit kann ich vielleicht dienen. Klar, jetzt kriege ich natürlich die Super Cucumber, sobald ich sie haben will. Sashimi, Maki Roll, Lucky Lunch. Dafür brauche ich die. Also behalten wir die mal schön. Oh, noch Iridium, sehr gut. So, für besondere Kochzutaten sollte ich vielleicht mal eine extra Kiste einlegen. Super Cucumber und den Midnight Fish. Das Ding ist, es gibt eigentlich so viel, was wir für irgendwas brauchen, dass du halt eigentlich auch nichts wegschmeißen oder verticken willst. So, wer hatte morgen nochmal Geburtstag? Linus. Magic Rock Candy, Rabbit's Foot, Blueberry Tart, Dish of the Sea, Yam. Ja gut, Yams finden wir eigentlich überall. Vielleicht den goldenen Kürbis, den wir bekommen haben.
So, ein bisschen multitasken. Trinken und gleichzeitig angeln. Aber ich sollte halt wirklich anfangen, meine Köder für wilde Köder auszutauschen. Okay, wir sehen schon den Tintenfisch, den Willy haben wollte. Wir sehen ihn im Ozean. Ich glaube, bei Wild Bait war es so, dass man auch direkt alles zweimal fängt. Ich will nicht die ganze Zeit Halibuts fangen. Ich will nicht diesen Tintenfisch. Komm schon, Spiel. Komm, mal ein Fisch, der sich bewegt. Albacore. Ich weiß nicht, ob wir den schon hatten. Auf jeden Fall brauchen wir den für nichts Besonderes. Und wenn diese Fische auch die ganze Zeit am Boden bleiben, dass man sich auch gar nicht anstrengen muss, das trägt nicht zum Spaßfaktor bei hier. Ich habe mittlerweile 3 Bitcoins berechnet. Dann würdest du jetzt, glaube ich, wir haben im Moment einen Gegenwert von 72.000 Euro. Also für alle drei.
Also 3 Bitcoins in 40 Minuten, das wäre nice. Das mit den Fischgrößenrekorden ist aber auch ziemlich sinnlos. Oh, das könnte einer, das könnte ein Tintenfisch sein. Ach komm schon. Als ob man für den jetzt Fishing Level 10 bräuchte. Okay, werden alle für nichts Bestimmtes gebraucht. So, wie viel hat mich das jetzt gekostet? Clear and Sunny, das bringt mir auch nicht so viel. Spirits für Neutral, könnte aber nicht die ganze Zeit Neutral sein. So, Artischocken-Dip weiß ich bereits, wie das geht. So, wir machen mal Wildbait. Okay, dafür brauchen wir 10, sogar noch mehr Fasern. Aber wenigstens verwenden wir das Zeug mal. So, den Ziegenkäse mochte Lea. Okay, soll sie haben. Okay, ich glaube, Ziegen geben nur alle 2 Tage Milch.
So, Winterroot sollte man nicht verwechseln mit Jam. Oder Yam, je nachdem. Ich weiß gerade nicht, wie man es ausspricht. So, Mani, ich möchte bitte ein Schwein kaufen. Bitte nicht vor mir weglaufen dieses Mal. Können wir bei Lea schon rein? Verschlossen. Lea hängt aber schon hier rum. Nee, sie ist im Haus. Okay, ich habe die Karte nur falsch gelesen. Ich hoffe, sie verlässt ihr Haus heute auch. So, und zwar. Wolle ist halt ziemlich sinnlos. Das heißt, wir holen ein Schwein. Und Lea ist immer noch hier drin. Können wir bei ihr jetzt rein? Wahrscheinlich sind wir nicht ausreichend mit ihr befreundet. Okay, ich dachte, das wäre ihre Tür gewesen. Nee, es war aber nur Jazz. Ja, sie hängt die ganze Zeit da unten rum. Weil eigentlich müsste man Kisten anlegen, damit man die ganzen Sachen irgendwo einlagern kann. Halt vor Ort, wo man sie dann braucht. Ich bin aber langsam an dem Punkt, wo ich sage, ich brauche nicht die ganze Zeit das Erz mit mir rumzuschleppen. Was magst du gerne? Parsnip aus irgendeinem Grund. Aber Magic Rock Candy waren die Dinger, die man selber machen musste, nicht wahr? Man konnte nur Miner Street kaufen. Genau. Genau so war es. Kümmern wir uns mal um die Dust Sprites.
Und Secret Note, was haben wir bekommen? Hallo? Ich wollte nicht raustappen. Secret Note. Hallo? If you look closely, you can make out the details. Aber wie lese ich das denn? Ich hab doch die Lupe schon bekommen. Ach, hier geht's ja noch weiter. Und noch eine Secret Note. Aber was mache ich jetzt mit der? Ich kann nicht mit ihr rechts klicken, kann ich mit ihr links klicken? Bisschen Kohle. Eine schlechte Waffe. Ich habe noch keinen einzigen Dust Sprite gesehen. Was ist hier los? Ah, da kommen welche. Hör doch mal auf, mich mit den geheimen Notizen zu looten hier. Mann, Spiel. Das kannst du doch nicht machen. Du lässt mich ja nicht lesen. Und unser Inventar ist schon wieder fast voll. Oh ja, hier ist das Sprite Party.
Noch mehr geheime Notizen. Solaressenz. Hier ist nicht wirklich etwas, was ich abgeben möchte. Komm, hier, Hardwood. Ganz ehrlich, das Zeug kriegen wir auch, wenn wir es brauchen, in Massen. Was heißt in Massen? Wir müssen uns halt ein bisschen gedulden dafür, aber wir kriegen es, wann immer wir wollen. Okay, wir suchen mal den Steinbruch. Was haben denn die Würmer hier im Moment? Jetzt muss ich doch mal das eigentliche Wiki referenzieren. Stardew Valley Secret Notes. Ah, okay. Wir müssen es in die oberste Reihe legen. Maple Syrup to the Secret Woods, ja. Gut, das hier verrät, glaube ich, einfach nur ein paar geliebte Sachen von den Leuten. Ich glaube, das ist das Ding, womit man die Statue von Louis findet.
Ja, das verrät uns vor allem halt ein paar Sachen. Okay. Was war das hier? Das hatte ich ganz vergessen, was das ist. Ja. So, Maple Syrup in die Secret Woods. Das sollten wir vielleicht machen, vorausgesetzt. Ja, neutral. Denn das gibt uns ein kleines Perk, was vielleicht ganz nützlich ist. Könnt ihr Hühner mich vielleicht mal langsam mögen? Large Milk. Das brauchen wir fürs Center. Also heute werden wir wohl eher nicht schnell reisen. Moment, wer mag das? Zwerg und Penny. Moment, wir sind hier voll falsch.
So, wir haben die Weisheit des Bären. Lachsbären und Schwarzbären sind jetzt dreimal so viel wert. Wie nützlich das ist, keine Ahnung. So, auf die Chance, dass Lea vielleicht mal ihre Hütte verlässt oder zumindest ermöglicht, dass man reinkommt und sie besucht. Lea hängt in ihrem Haus. Lass mich raten, ich darf nicht rein, weil ich nicht mit ihr befreundet bin. Darf rein! Mensch. Und wir haben Leines Geburtstag verpasst. Fällt mir gerade auf. Oh je. Das Ding ist, wir hätten eh nicht wirklich was, was wir ihm hätten schenken können. Außer halt den goldenen Kürbis. Die Puppe, der Zwerg und Penny. Was? Nein, ich möchte es nicht bewegen. So, hinterm Community Center sagst du. Hallo, Spiel. Ja, hier ist irgendwas, aber... Ich habe etwas hinter dem Community Center versteckt, ja, aber... Ich komme gerade nicht drauf. Hi Oskar Glissi, willkommen zum Stream. Hier oben. Hier muss das Zeug hin. Dann hoffentlich sind wir bald mal an dem Punkt, dass wir auch große Eier kriegen in beiden Farben, damit wir endlich mal das Gewächshaus kriegen, weil wir sind echt spät dran, was das angeht. Hier ist ein Angelspot. Moment.
Alter. Ja, komm her, komm her, komm her. Magoni-Samen, ganz ehrlich, weg damit. Okay, das war viel zu weit. Wie lange spielst du schon Stardew Valley? Kommt drauf an, was du zählst. Ich hab's schon einmal durchgespielt im Sinne von, dass ich die ersten 2 Jahre durchgemacht habe. Aber da gab's noch keine Perfektion, weil es halt das 1.5er-Update noch nicht draußen war. Ansonsten habe ich halt mehr Videos dazu gesehen und hab das, da kriege ich halt immer Lust auf das Spiel. So, mehr von den Staubviechern. Da sind welche. Oh, hier sind ganz schön viele. Da kommt alle in den Fleischwolf. Aber irgendwie geizt das Spiel auch gerade überhaupt nicht mit den geheimen Notizen. Ja, das Geheimnis haben wir schon gefunden. Das soll einen auf die Quest aufmerksam machen. Ja, wieder ein paar Hinweise für geliebte Geschenke für Haley und Emily. So, was haben wir hier? Stabgeister? Ja, da sind welche. Da sind sogar noch einige mehr. Also ich habe gerade eine Quest, dass ich 50 von den Staubgeistern legen soll. Deshalb schiebe ich das gerade erstmal zwischen. Ansonsten müsste ich aber eigentlich auf... Genau, jetzt müsste ich aber eigentlich mehr auf Level 100 farmen. So, Clint ist dadurch hoffentlich jetzt auch ein bisschen happy mit mir. So, den Fisch packen wir mal da rein. Winterroot. Talfrucht, brauchen wir die für irgendwas? Nein. Make Winter Seeds. Ja gut, aber darum kümmere ich mich ehrlich gesagt noch nicht. Ich meine, es gibt auch Fische in den Minen, aber ganz ehrlich, die kann ich auch dann holen. Die kann ich ja holen, wann immer ich will. Also mir wären erstmal die Fische wichtig, die nur zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten kommen. Okay, die paaren sich gerade. Oh, wir haben eine Geburt mitbekommen. Wie süß.
Squid Ink, brauchen wir das für irgendwas? Elliot findet es toll. Wir brauchen es für Squid Ink Ravioli. Also brauchen wir es sogar zweimal für zum Kochen. So, Strange Bun. Wir müssen es irgendwann mal kochen, aber das Produkt selber brauchen wir für nichts. So, ganz ehrlich, Kupfer brauchen wir dafür jetzt nicht. Wow, was bist du? Was bist du? Dark Sword. Minus 5 Geschwindigkeit. Ich glaube, wobei, aber vampirisch. 30 bis 45 Damage. Es ist langsamer, aber es hat erhöhte Crit-Chance, mehr Gewicht. Das heißt, es schlägt wahrscheinlich Gegner mehr weg. Ich weiß nicht, ob ich das haben will. Ich bin das Galaxy Sword, ganz ehrlich. Haben schon irgendwo Mystery Notes. Okay, zwei gleichzeitig ist nicht so cool. Das war's. Also Gold finden wir, aber ich weiß nicht, was ich im Moment damit machen soll. Ich habe tatsächlich die Fackel abgebaut. Ich wusste nicht, dass das geht. So, Moment. Feuerquarz. Ich wusste gleich, dass die, dass man, wenn man die schmilzt, direkt drei von den Refined Quartz kriegt. Ja.
Aber das ist alles nicht super hilfreich, was wir hier haben. Also ich glaube, wir werden auch heute im Stream keine kompletten 2 Wochen schaffen. Wir sind jetzt erst mal gerade mit Tag 4 durch. Also das ist zu wenig in 1,5 Stunden. Moment, was kriegen wir denn hier mal frei? Komm. Boom, boom und boom. Dann machen wir das da rein. Ich glaube, wir sollten mal wieder zu Clint gehen und die Dioden öffnen. Ganz ehrlich, die Geister sind die ganze Zeit neutral. Was soll das eigentlich? Geode Crusher, ja, das Ding brauchen wir ganz zum Schluss, wenn wir alle Crafting-Rezepte einmal durchgehen müssen. Aber sonst... Ach, ist keine Milch, aber... Allow Pregnancy ist das. Ich dachte, das ist das Zeichen, dass das Tier gemolken werden kann. Dann halt nicht. So, Wolle mochte Emily gerne. Mensch, langsam wird das mit den Büchern aber echt lächerlich. Wir müssten doch eigentlich so langsam mal alle haben.
So, Moment. Krobus. Hat ein Iridium-Sprinkler für uns. Nicht gut genug mit Emily befreundet, um ihr Haus betreten zu dürfen, beziehungsweise ihr Zimmer. Dann halt nicht. Feueropal? Ich wollte schon sagen, den hatten wir noch nicht. Das Ding hatten wir auch noch nicht. 20 Kohle! Ja, bitte! Das Ding haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Doch, anscheinend schon. Wow, ganze zwei neue Edelsteine. Dann bringen wir mal das ganze Zeug weg. So, ganz ehrlich, die Schleuder und das Ding brauchen wir nicht. So, Sap kommt hier rein. So, Fasern nehmen wir mal auch mit.
Hallo? Ich nehme mit. Was ist hier los? Okay, voll die Monsterparty. Was bist du? Einfach nur ein Foto von Mani mit Jazz? Was ist hier drin? Magmagionen. So, einmal die Höhlenkarotten essen. Brauchen wir die für irgendwas? Miner Street können wir damit herstellen. Ich glaube, dafür haben wir genug Höhlenkarotten zu Hause. Haben wir gerade 6 Kohle von 2 Slimes bekommen? What? Weißt du, wo habe ich die ganze Zeit gesagt, wir kriegen keine Kohle und jetzt schmeißt uns das Spiel mit Kohle zu, obwohl wir gar keine Dust Sprites am Farmen sind. Manchmal wird das Spiel einen doch ärgern. Oh, Slimes? Okay, kannte ich auch noch nicht.
So, wie viel Gesundheit gibt das? 12. Eine Omnigiode, das schlägt auf jeden Fall Kupfer. Bone Fragment. Ach du Scheiße. Bone Mill, Batwing und fürs Dark Sign. Fawn's Ring. Okay, wir besitzen aber auch schon einiges davon. Ich müsste mal langsam wieder was Richtiges essen. Aber bis jetzt hatte ich einfach noch kein Glück mit den prismatischen Splittern. Eine geheime Notiz. Was haben wir hier? Welches war's jetzt?
Okay, da habe ich jetzt die Wolle liegen lassen, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Okay, ganz ehrlich, das war's. Das war ziemlich erfolglos. Glück wird nicht auf meiner Seite sein. Echt jetzt? Amethyst an Emily. Sag ich, es ist von Clint. Goat Cheese war für Lea. Das Inventar ist voll. Moment, den Amethyst brauchen wir. Wir bräuchten tatsächlich dann einmal eine zweite Käsepresse. Aus 10 Hardwood. Boah, ist das Ding teuer. Haben wir Penny schon beide Geschenke für diese Woche gegeben? Nein. Dann schenken wir einfach hier noch eine von den Hühnerstatuen. Eine reicht ja nicht.
So, beide hängen in ihrem Zimmer. Hauptsache, bei Haley darf ich rein. Okay, du hängst sehr komisch in deinem Bett. Emily, ich will dir eine Lieferung bringen. Warte, wo ist Penny? Penny ist oben in ihrem Trailer. Louis, was machst du? Nichts, das wir jetzt in der Hand hätten. Komm, wir jagen noch ein bisschen von dem Kupfer hier durch. Eigentlich ist es keine gute Idee, dass ich überhaupt hier bin, weil das Glück nicht auf meiner Seite sein wird. Aber ich brauche einen prismatischen Splitter, da führt kein Weg dran vorbei. So, probieren wir das nochmal mit dem Besuchen bei Haley und Dings. Ja, hängen immer noch beide da rum. Kleines, warte.
Was kostet... Vielleicht sollte ich wirklich mal einen Brunnen anlegen. Packen wir erstmal dahin. So, sagt der Kalender irgendwas? Carolyn hat Geburtstag. Und wir haben nichts, was wir ihr schenken können. Rosentier mag sie. Ja, na gut, das können wir ihr auch zum Geburtstag schenken. Davon sollten wir auf jeden Fall welche haben. So, die hatten wir schon. So, Emily ist unterwegs. Lea hätte es auch nicht nötig, aus ihrem Haus zu kommen. Ach, sie ist unterwegs und ich kann trotzdem in ihr Haus. So, und das ist für Emily. Okay, das ist nicht so gelaufen, wie es sollte. Komm, ich gebe Shane noch eine Pizza aus. Das kommt ins Museum.
Ja, aber mit der Rainbow Shell, dafür, dass wir sie schon ein paar Mal hatten, kommt jetzt keine mehr. Jetzt, wo ich sie für die Quest brauche. So, Willi hängt irgendwo da oben rum. Wir probieren mal noch, ob wir noch einen fangen können. Ich sollte vielleicht auch mal gucken, wo der legendäre Fisch im Winter ist. Und noch ein Fisch, noch ein Tintenfisch, sehr gut. Elliot ist im Moment in seiner Hütte. So, das kann weg hier. So, schauen wir mal kurz nach.
Nach den legendären Fischen im Wiki. Gletscherfisch. Jedes Wetter, jede Zeit. Südliches Ende der Fallspitzeninsel im Wald. Okay, das sollte kein Thema sein. Hau ab, Pierre. Hau ab. So, den habe ich da reingepackt. Sehr gut. Moment, ja. Das Schwein zu melken ist natürlich Blödsinn. So, versuchen wir mal, uns den Fisch zu schnappen. Also es ist nicht die Insel, es ist die da drüben, würde ich vermuten. Und da ist er auch schon. Wow. Dein Ernst? Okay, das Ding kommt in den ins Community Center. Wow. Aber wenigstens scheint die Chance hoch zu sein, dass man das Ding findet. Spiel. So schnell bewegt sich die Angel doch gar nicht.
Komm schon. Hör auf so zu zucken. Was haben wir hier? Okay, damit können wir nichts machen. Ich verstehe gerade wirklich nicht, wie ich den kriegen soll. Also dafür, dass der angeblich nur ein Mindestlevel von 6 hat und wir 9 haben. Wir sollten vielleicht mal die Iridium-Rod kaufen. Und dann mal was an die Dings packen. Oder? Schaffen wir es auch so? Ey, wir hatten ihn schon in der Hälfte. Und dann springt er zweimal quer durch die ganze Angel. Ja, nee. Also, das ohne Hilfsmittel ist auch ein Witz. Magnet, so, wir brauchen auf jeden Fall die Iridium Rod. Mal sehen, ob es damit besser geht.
Ja, Ziegenkäse. Lass mich raten, jetzt kommt wahrscheinlich die ganze Zeit keiner von den legendären Fischen. Na, das ist doch schon mal wesentlich angenehmer. Ja, entkommt jetzt langsamer. Das ist, man merkt den Unterschied sofort, weil wir wesentlich weniger Verlust machen, wenn er nicht in der Leiste ist. Da haben wir ihn. Gletscherfisch. Dann fehlen uns noch der legendäre Fisch vom Frühling und vom Sommer. Mein Tiger Trout. Ja, komm. Ich glaube, von dem Zug dürften wir eh nichts mehr finden. Wir sollten mal wieder ein bisschen Backmeat besorgen.
Komm schon. Wo ist eine Leiter? Und stirb. So, mit dem Monsterfleisch haut das schon mal gut hin. So, wir laufen nochmal schnell zum Community Center und geben den Fisch ab. Ich bin mal gespannt. Morgen ist ja das Fest. Aber es dauert eigentlich ja nur bis zum Nachmittag. Also ich bin mal gespannt, ob uns das wieder den ganzen Tag kostet oder ob das uns dann um 2 Uhr irgendwo absetzt.
Wandel komplett. Sehr gut. Wow. Köder, die ich schon gar nicht mehr verwende. Hat der Zwerg, wobei der Zwerg müsste sich morgen zurücksetzen. Also wir können ihm morgen die Schriftrolle geben. Neutral und es regnet auch nicht. Also das ist wirklich sehr erstaunlich. So, wie nennen wir das schwarze Void-Huhn, das Schattenhuhn? Weil die Eier können wir dann regelmäßig zu Krobos bringen. Oh, ein großes Ei. Sehr gut. Dann fehlt uns ja nur noch eine Sache für das Community Center, damit wir das Gewächshaus kriegen. So, einmal zur Mine, beziehungsweise wir geben das hier ab und das hier. Du kennst dich nicht, aber ich hab dir schon zwei Pizzen ausgegeben. Bro. So, das Eisfest hat in der Nähe von Marnies Ranch begonnen, das ist okay.
Oh, hier werden Schneemänner gebaut. Vincent läuft einfach auf dem Eis rum und keiner sagt was. Weißt du, die Kinder dürfen nicht in das Labyrinth an Halloween, aber sie lassen hier den Jungen einfach auf dem Eis, wo schon Löcher reingeschlagen wurden, einfach rumlaufen. Weil Eis ja nie nachgibt oder so. Ich meine, gut, hier stehen gleich mehrere Erwachsene drauf, aber trotzdem. Rarecrow. Ja, wenn ich wenigstens wüsste, dass die Dinger was bringen. Cranberry Sauce. So, Zeit, Willy zu rasieren. Warum dürfen alle schon an den Löchern stehen und ich nicht? Wieso muss ich erstmal extra noch zu einem Dings laufen? Sag mir bitte, dass das auch XP gibt. Und ich hoffe, meine Köder zählen. Wäre lustig, wenn ich zwischendurch einfach zwei Fische bekäme. Ja, ich glaube, das war nichts, oder? Aber es ist auch ziemlich glücksabhängig. Nice!
Und jetzt ist es einfach 10 Uhr, obwohl das Fest angeblich um 2 Uhr vorbei sein soll. Spiel, was soll das? So, ich denke, wir machen noch den Tag. Und dann kürzen wir heute ein bisschen ab. Ich bin nämlich ehrlich gesagt im Moment kein Fan davon, dass diese Aufnahmen sonst immer 4 Stunden lang sind. Und dann machen wir den Winter halt in 3 Streams statt in 2. Luck will not be on your side. Ja, das ist es schon die ganze Zeit nicht. Also wir haben echt gerade einen riesen Delay, dadurch, dass wir einfach keinen prismatischen Splitter kriegen. So, wir craften einfach schon mal ein paar Wintersamen, weil wir nichts anderes machen können damit. Und wir müssen es eh irgendwann tun. Na komm, alle streicheln. Ich hätte nichts gegen noch ein großes Ei. Was haben wir hier? Nichts mit Wert. Wie sieht's herzentechnisch mit Emily aus? 2. Okay, wir können also auch zu ihr jetzt ins Zimmer. Was kriegen wir jetzt von ihm? Triple Shot Espresso. Oder Espresso, so rum. Ich will irgendwie mal ein X dahin machen. Können wir bestimmt irgendwann mal brauchen, falls wir mal richtig Speed brauchen. Einfach die beide mal im Prinzip die gleiche Quest von der gleichen Person. Dann gehen wir halt ein bisschen im Fluss angeln. Wie viele Fische will er haben? 20, ja, das kriegen wir hin. Das ist kein Ding.
What? Was ist gerade passiert? Sie sind einfach in ihren Traum eingedrungen? Ich will dir doch nur ein Stück Wolle bringen. Vergiss es. Sorry, aber leider kein Interesse an dir. Und tschüss. Sorry, Penny, du wirst leider durch mich durchlaufen müssen. Komm, sie sprintet einfach durch mich durch und dann... Okay, sie bleibt stehen, weil ich gerade... Ich wollte schon sagen. Nee, sie bleibt stehen, weil ich hier am Angeln bin. Und das allmächtige Angel-Mini-Spiel hält ja die Zeit an.
Eine Zeitung, warum auch immer die da drin ist. Ich finde es sowieso faszinierend, dass Linus beim letzten Mal auch so happy da war, dass wir in unserem See den Müll rausgefischt haben und er da meinte, oben im See, dass der ja dann so viel sauberer wäre. Was ist das bitte für ein Fisch? Aber immerhin schon mal zwei. Noch acht mehr. Zählen die eigentlich doppelt, wenn es zwei sind? Also zählen die auch für die Quest doppelt? Das würde mich aber echt interessieren. Hey. Also, der war auf der Schwierigkeitsstufe schon fast wieder bei einem legendären Fisch.
Und geschafft. 1500, ja gut. Ich meine, wir kriegen durch die Fische selber ja genug. Will das Community Center einen von den Fischen? Nein, sieht nicht so aus. Was haben wir hier? Sebastian hat morgen Geburtstag. Tuna. Tuna ist hier nicht dabei. Sorry, Clint. Ich werde bis zur nächsten Aufnahme 100 pro vergessen, dass Sebastian eine Frozen Tier haben will. So, das bringen wir mal gerade Krobus. Komm, wir machen noch den Tag 10. Dann haben wir den Geburtstag nämlich auch abgehakt. Sebastian hat schon. Okay, wir haben schon zwei Herzen bei ihm, das heißt. Das ist okay, wir kommen bei ihm auf jeden Fall ins Zimmer. Ach du Scheiße, wir haben so viele von den Frozen Tears. Jetzt nehmen sie aber langsam wirklich absurde Züge an. Was sagen unsere Bäume? So, wir bauen aber vielleicht schon mal ein paar Fässer. Und dafür brauchen wir Oak oder Pine? Oak. Okay. Dafür brauchen wir viel mehr Holz. Vielleicht machen wir dann ein bisschen Kristallfruchtwein oder so.
wird morgen schneien. Zählt Schnee als Regen? Ein großes Ei, aber ich glaube leider die falsche Sorte, ne? Ja. Es müsste leider ein weißes sein. Ich weiß gar nicht, ob diese Hühner überhaupt weiße Eier produzieren. Moment. Okay, es macht keinen Unterschied, oder? Okay, nur weiße und blaue Hühner produzieren weiße Eier. Also müssen wir darauf hoffen, dass die Ziege langsam mal große Ziegenmilch produziert, weil ich glaube vorher, also jetzt noch extra einen Huhn kaufen bringt nichts. Ziegenmilch ist klar, aber leider keine große Ziegenmilch. Das hätte alles ein bisschen besser geplant werden können. Ich meine, das Gute ist, dass Erdbeeren auch dann noch profitabel sind, wenn man sie vom Fest bekommen muss. Aber ideal wäre es trotzdem natürlich, wenn sie vom ersten Tag durchlaufen würden. Grobus schickt uns einfach ein Crafting-Rezept. Stone Sign. Okay. Gab es nicht auch dieses eine Teil, was uns Hartholz in normales Holz umwandeln konnte? Ich war mir da eigentlich ziemlich sicher, dass ich da erst vorhin noch von gelesen habe, weil uns, glaube ich, Robin irgendwas dazu geschickt hat. Deshalb dachte ich, wir hätten vielleicht das Crafting-Rezept dafür bekommen. Wir sollten vielleicht mal die Batcave checken. Da sind ja jetzt, denke ich mal, genug Obstdinger gespawnt. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Apfel. Ich hoffe, dass einer dabei ist. Ja. Reicht das sogar schon?
So, lassen wir das einfach mal durchlaufen. In falsche Richtung. Komm, wir laufen heute sehr viel. Speed. Ein Artefakt. Wo ist das Geburtstagskind? Wie einfach niemand Sebastian respektiert. So, hat das Event mich auch schon weitergebracht? Nein, wo hängt er jetzt schon wieder rum? Okay, er ist im Bett. Ich habe ihn nur nicht gesehen. Ich komme mal ganz nah an sein Bett. So, und damit ist er direkt auf 4 Herzen. Aber wir reden noch schnell mit ihm. So, dann ab in den Wald, dann schlagen wir noch ein paar Bäume.
So, das weg. So, ich habe das Gefühl, wir müssen noch ein paar Eichen pflanzen für unsere Geschichte hier. Die Hutmaus, ja. Ja, leider nichts für uns. So, lass mal gucken. Als wenn sich hier nicht random die Setzlinge verteilen würden, das wäre toll. Nein, das ist falsch. So, was kann man denn mal noch schnell machen? Komm, wir holen noch Hartholz aus dem Wald. Das sollte von der Zeit her gerade so hinhauen.
Also wir müssen hier aber auf jeden Fall mal gucken. Vielleicht muss ich zwischen. Das Ding ist, ich kann schlecht zwischen den Aufnahmen aufräumen. Weil das halt nur gespeichert wird, wenn ich einen kompletten Tag spiele. Also das ist ein bisschen ungünstig. Okay, aber ich denke, das reicht auch für heute, weil wir sind ziemlich hinterher mit der Zeit und das wird, denke ich, auch nicht mehr viel besser. Aber dann können wir nochmal zwei Aufnahmen machen für den Winter mit jeweils 9 Tagen und dann sind wir wieder halbwegs in der Spur. Wie gesagt, ich möchte sowieso im Moment, dass die Stardew Valley-Aufnahmen ein bisschen kürzer werden und jetzt sind wir bei 3,5 Stunden. Donnerstag und Samstag wahrscheinlich keine Streams. Da stehen Sachen an. Ich muss leider auch echt gucken, wie lange ich das noch mit den 3 Stream-Slots pro Woche durchziehen kann. Aber das klärt sich dann, wenn es soweit ist. Ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Stardew Valley oder Minecraft oder vielleicht auch wieder Siedler. Mal schauen. Bis dahin.